nächsten Aufnahme oder vielleicht auch nicht. Nee, in der nächsten Aufnahme geht es dann ab zur nächsten Hauptmission. So, wenn ich irgendwo raus kann. Hier. Rote Tür, Vega, rote Tür. Das ist immer der Ausgang. Gut. Camp. Was für ein Camp? Camp. Ne, Camp. Wie komme ich jetzt auf Romeo? Wahrscheinlich das, oder? Ne, irgendein Camp heißt Romeo, das weiß ich. Camp Charlie, aber irgendein Camp heißt Romeo, bitte ich. Da weiß ich einfach. Alpha, ja, egal. Gut, Bergrücken. Auf geht da. Auf geht da. Miau. So, ich glaube, wir haben mit der einen Fähigkeitspunkt. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir denn? Wie viele haben wir denn? Wir haben einen, ja. Aber bald haben wir jetzt schon wieder einen zweiten. Nicht mehr lange. Aber ich glaube, es wird nicht irgendwie so. Das ist irgendwie cool und auch irgendwie blöd. Weil für mich ist es gut. Das ist nicht. Also bei den meisten anderen Spielen, da braucht man ja mehr XP. Also einmal braucht man, weiß ich nicht, so 300 XP für den nächsten Upgrade, dann 400, 500, 1000, 4000 oder so. Aber hier ist immer gleich. Also hier braucht man immer nur 4000 XP und das war's. Mehr braucht man nicht. Das ist episch. War ich eigentlich wichtig? Nee, überhaupt nicht. Super, aber ich kann hier abbiegen. Ja, okay. Gut. Dann hier so ganz kleine Straße und das Ding. Ah, hier. Komm schon. Seid ihr ein Witz oder was? Komm jetzt. Alter, dreht er durch oder was? Sehr schön. Alter, das Auto ist nicht gemacht für das, ich sehe das schon. Ja, Tschüssikowski. Meine Fresse. Meine Fresse. Also ich glaube, ja doch, das Sturmgewehr ist für Online. Das bekam man bei Online meistens so als die vier Waffen. Weil ich habe nur mal Let's Play gesehen und ich habe es einmal gespielt und das war's. Aber ich glaube, ich muss bei meinem anderen Kanal, meinem anderen Kanal, bei meinem anderen Profil bei PlayStation muss ich aber auch noch die ganzen Online-Missionen machen. Ja, dann bekomme ich ein Trophy, weil ich will Far Cry 3 auch platinieren, ganz klar. Bei WWE 2K14 habe ich ja schon platiniert. Und da will ich das auch. Und wenn ich dann WWE 2K15 habe und auch platiniert habe, das wird natürlich auch ein bisschen dauern, aber so, dann will ich auch eine Show draus machen, ist ganz klar. Also ich glaube, alle Sachen, die was ich platiniere, alle Spiele, also bis jetzt ist es eh nur WWE 14, werde ich dann eine Let's Show machen. Ist halt die Frage, wenn ich es schaffe. Okay, ich sehe schon zwei Sniper, da kann ich wieder abkotzen. Nee. Zack, Schredder und die Wumme. Gut. So, es ist gestanden, dass jeder Kollege, den man trifft, sofort tot ist. Da bin ich mal gespannt, ob das mit Schalldämpfer auch klappt, weil Schalldämpfer nimmt mir ein bisschen was ab. Ah, hier, okay. Hier ist ein Casual-Kollege. Okay. Aber hier habe ich eine bessere Aussicht. Oh. Es geht ab, Kollege. 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 Was für was? Machst du Gewitter oder was? Bist du für ein Kollege? Oh, shit. Beweg dich. Ja, komm, scheiß drauf. Wird schon klappen, ja, ich hoff's. Ich werde hoffentlich keiner finden. So, Alarm, wo ist er, wo ist er, wo ist er? So. Hat irgendjemand bekommen? Nee. Er hat zigtausend Sniper. Boah, lecker fetter. Heilige Scheiße. What the fuck? Shit. Alter, was für ein Glück, was für ein Glück, was für ein Glück, was für ein Glück. Komm, go, 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 go.
Oh mein fucking Gott. Okay. Oh, lecker mio. Zack. Der hat nichts mitbekommen. Sehr geil. Ich wusste, dass er nicht allein ist. Ich wusste es. Es war so klar. Okay. So, ich glaube, das sind jetzt aber alle, aber das war dann sehr genug. Okay. Ich würde. Komm schon. Okay, ich muss hier hoch, genau. Jetzt warte ich, bis der seine Runde gelaufen ist und dann springe ich auf den hoch. Und dann sage ich weiter. Oh Mann. Mein Arsch tut schon weh vom ganzen Sitzen, ganzen Zocken, ganzen Tag, das ist schlimm. Okay, Kollege. Warum muss ich in so einer Latrine pennen? Weiß ich nicht. So, Kollege, du könntest auch rein theoretisch hochkommen, wäre auch kein Problem. Aber ja, weiß ich nicht. Gut, du gehst weiter, dachte ich mir. Der sieht so, das... Bewegt sich der? Nee. Zack. Okay. Hey Kollege. Diese blöde Sniper-Wichser schauen wirklich nur immer hin und sie gehen nicht hin. Das ist so scheiße. Mann. Oh Mama Mia. Mann, Mann, Mann. Der wird jetzt gleich die Leiche sehen, aber ist egal, dann springe ich auf ihn drauf. Wenn er ihn sieht. Jetzt sieht er ihn. Ganz sicher wird er ihn sehen. Aber egal. Komm nur. Komm nur weiter. Lauf weiter. Lauf weiter. Wow, boah, schreck mich halt noch mehr. Fotze. Wer hat das zu verantworten? Ich. Bam. Boah, jetzt hat mich gerissen. Lecker Vetter. Ich dachte, der hat mich schon gesehen. Oder? Boah. Uhuhu. Okay. Boah, jetzt hat es mich echt gerissen. Leck fett. Boah, ich wusste, dass er da aber echt aber nicht so extrem leck. Okay, Kollegen. So, hier ist was. Genau. Wer sieht nach? Okay. Nummer 1. Und Nummer fucking 2. Und das war's. Oh, fucking yeah. Staffic. Geil. So, das war die Entschuldigung dafür, dass ich die Mission, die letzte, wo man stealthen konnte, komplett verkackt habe. Das ist jetzt die Entschuldigung dafür. Ja, Mann. Sehr geil. Ich habe schon überlegt, dass ich bei den letzten zwei vielleicht noch den Kasual freilasse, aber ja, das wäre das nicht so komplett lautlos. Also das, nee. Wenn ich schon mal die Chance dazu habe, dann natürlich lautlos. Was soll denn das? Sehr geil. So, ich weiß zwar nicht, ich weiß überhaupt nicht, warum die ganzen Muschen, die ganzen Schätze noch sucht, weil wir brauchen das Geld eigentlich eh nicht mehr. Seht ihr, weil die Sniper haben wir auch nicht gekauft. Haben wir auch nicht kaufen müssen, haben wir auch von den Außenposten und von dem Funkturm jetzt freigeschaltet bekommen, also von dem Funkturm. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber gut. So, war ja noch nicht. Doch, hier, den haben wir auch noch einen Headshot gegeben. Herr Kollege, hat der geschmeckt die Kugel? Dann passt's. So. Hallo, ich weiß noch, dass ich hier. Komm. Lass nach. Boah, ist das ein Ofen, der. So krass. Wirklich krass. So. Wir haben gar nichts verbraucht. Gar nichts. Die drei Schüsse, was ich jetzt verbraucht habe, die habe ich jetzt gerade geholt.
Und ja, das war easy going. Tut's einfach. Das war fucking easy going. Zack. Alter. Sind wir krass. So, ein bisschen verkaufen. Zack. Ja, brauchen wir gar nichts. Easy going. So, jetzt wäre der nächste Halt. Die nächste Station wäre theoretisch. Boah, ich muss immer sagen, das ist so eine Wumme, das ist unglaublich. Die nächste Station wäre die Hauptmission, oder? Ja. Nächste Station wäre die Hauptmission. Gut, aber dann würde ich sagen, das war's dann jetzt erstmal wieder von mir und hier oben ist alles. Ja, nochmal hier. Gut, okay, dann würde ich sagen, wir hören uns dann auch beim nächsten. Was mache ich denn? Was mache ich denn schon wieder? Ich voll Idiot. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal von Let's Play Far Cry 3 oder irgendwas anderem. Also, Vega sagt, ciao.